Ja, hallihallo liebe Leute, eine weitere Folge Fishing Planet. Und zwar sind wir in Alaska und wollen bei dem Lachsturnier, wo es darum geht, den größten Gewichtsunterschied zu erreichen, nehmen wir daran teil. Und anfangen tue ich mit der Posenausrüstung für den kleinsten Fisch, und zwar mit der SCT Deep Crawler 340 und die dazugehörige Rolle SCT Pouncer 6000 mit der Braid 02 als Schnur, den breiten Schwimmer, so Pose. Haken nehme ich den kleinsten, und zwar den Raute 10, und Fliege als Köder. Jo. Und dann für den großen nehme ich wieder die Rivertex 270 und die Redfish 5500, die dazugehörige Rolle, mit der Fluro 06, dem Medium Spoon 56 Gramm Raute 60. Jo, gut, dann müsste es jetzt auch gleich losgehen. Ja, 12 Sekunden, 11, 10. Dann geht es ja gleich los. Na gut, okay, meistens dauert es noch ein paar Sekunden länger, bis man da reinkommt. Bei 0 geht es nicht sofort los. Ganz selten, dass man da bei 0 gleich reingelassen wird. So, auf geht's. Gucken, was wir heute reißen hier. Ja, ich hoffe, dass ich gleich schnell hier einen kleinen Fisch fange. Manchmal schwierig gestaltet hier. Die Strömung ist so stark hier. Dass man das nicht unbedingt gleich sieht, wenn da einer rumzoppelt. Der erste hat schon 173 Gramm Fisch gefangen. Ja, der Anschlag war wieder zu früh. Das hat man hier natürlich häufig. Wie gesagt, weil die Pose liegt stramm in der Strömung, sieht man die ganz kleinen Zoppler da an, von den 100 etwas Gramm Fischen natürlich gar nicht. Na komm, ich werfe nochmal neu aus. Das hat ja keinen Sinn hier. So, jetzt beißt er mal eine an da. Das ist jedes Mal so eine Quälerei, ist hier den kleinen Fisch zu kriegen. Weil die Strömung so stark ist hier. Wieder der Anschlag zu früh. Ist doch zum Kotzen hier.
Dass sie aber auch nicht anbeißen, solange die Pose noch aufrecht treibt. Dass sie mehr erst rangehen, wenn sie dann stramm in der Strömung hängt. Da war doch was dran. Mann, ist das zum Kotzen nicht. Na komm. Dass das auch immer erst so spät reagiert. Ist schon längst aufgerollt und bereit zum neuen Auswerfen, aber es passiert einfach nichts. So, jetzt will ich mal einen anständigen Biss haben hier. Schon die ersten 5 Minuten gleich rum. Noch nicht einen Fisch gefangen. Geht nur eine halbe Stunde das Turnier. Oh hallo, der Anschlag war zu früh. Ich habe die nur ein ganz kleines Stück zurückgezogen. Ist doch nicht wahr, ey. Geht doch daran, wenn sie aufrecht steht. Nee, die gehen immer erst ran. Na endlich. Oh, und dann wird der Köder gefressen. Also, ich krieg gleich Zustände hier. Na komm, dass man immer zweimal drücken muss, Emmy. Weil er beim ersten Mal drücken das einfach nicht annimmt. Obwohl er schon längst bereit ist zum Auswerfen. Sowas nervt mich alles, Emmy. Macht mich fertig, macht mich kirre. Kann ich überhaupt nicht drauf. Nicht in Turnier, Emmy. In solchen Situationen, Emmy, wo es drauf ankommt. Mag ich sowas überhaupt nicht. Nervt einfach nur. Ja, endlich. Das ist aber kein ganz kleiner, oder? Ja doch, 800 Gramm, das ist zu viel, obwohl ich gehe jetzt erstmal einen großen fangen, weil das nervt mich hier mit den kleinen Fischen nämlich. Schon die erste Ingame halbe Stunde schon gleich rum, irgendwie immer gerade erst so einen 800 Gramm Fisch gefangen. Das heißt, ich muss jetzt einen hohen Unique fangen hier, am besten so 34, 35 Kilo Fisch. Ich hoffe, dass das jetzt hier wenigstens ein bisschen schneller geht. Dass ich nochmal zurück zu den kleinen Fischen gehen kann. Achso, ich habe falsch ausgeworfen, merke ich gerade. Da hätte ich hinwerfen müssen. Komm. Das ist richtig. Und mehr als 40 Meter brauchen wir auch nicht auswerfen, Mami. Da beißen höchstens Silberlachse. Na, ja, wieder so ein Nachtschwimmer, der nicht richtig zubeißt. Ich habe extra ein bisschen verzögert, das Einholen, dass er beißen kann, aber er beißt nicht, er springt daneben, neben den Köder.
heißt, es kann jetzt dauern, bis der nächste Bissversuch kommt hier. Die beißen ja nur alle Viertelstunde bis 20 Minuten mal einer irgendwie. Also Ingame-Minuten. Ich hasse diese Nachtschwimmer irgendwie, die ja nicht richtig zubeißen. Ja, ich habe bei diesem Turnier einfach kein Glück irgendwie. Ich habe das schon ein paar Mal versucht irgendwie. Ich werde hier nichts. Ich fange kein Unique meistens. Und bin dann ganz klein. 23 Kilo höchstens. Bei den kleinen Fischen habe ich auch immer kein Glück. Das dauert da stundenlang, bis da endlich mal so ein kleiner anbeißt. Und dann, wie diesmal war es noch nicht mal richtig kleiner. Ein 800 Gramm Teil ist eigentlich viel zu groß. Naja. Schauen wir mal. 20 Minuten noch. Zeit hier einen großen zu fangen. Ich hoffe, diesmal wird das was hier. So, jetzt beißt mal da einer hinten im Mittelwasser irgendwie. Vernünftigen Biss. Und nicht so ein Danebenspringer wieder hier am Ufer irgendwie. Gar nichts. Null. Nada. Nothing. Niente. Die immer so lange auf sich warten lassen, die Fische hier. Gerade im Turnier irgendwie. Außerhalb des Turnieres fängt man locker 40% mehr Fische. Wenn nicht sogar 50% mehr Fische. Im Turnier sind die Bisse hier ganz rar. Kann man Glück haben, wenn überhaupt was beißt, irgendwie so ungefähr. Na komm, wieder muss ich zweimal drücken. Was ist das für eine Scheiße, ey? Das sind alles, ist alles meine Zeit, die hier flöten geht. Wenn er beim ersten Klick nicht annimmt. Das sind wieder 2-3 Sekunden Verlust. Und wenn das mehrfach passiert, dann hast du am Ende mindestens 1 bis 2 Minuten weniger Fangzeit gehabt. Da hat schon der erste einen einzigartigen 25 Kilo. Ich will auch jetzt sofort hier los. Kann er nicht angehen, Amy. Die anderen kriegen die fetten Bisse und ich krieg wieder gar nichts hier. Kann ich überhaupt nicht drauf auf so eine ungerechte Verteilung. Der Glückwunsch war überflüssig. Glückwunsch hier erst ab 30 Kilo. Einzigartig aufwärts. Na gut, jetzt habe ich endlich einen vernünftigen Biss hier. Ein großer Trophy, schätze ich mal. Oder ein kleiner Unique. Ein großer Unique würde nicht so sich so bewegen. Die bewegen sich anders. Großer Trophy, würde ich sagen. 18, 19 Kilo. Ja, 19,0. Ja, kann man schon ganz gut voraussehen, was da kommt. Anhand
des Verhaltens des Fisches beim Biss. Na, erstmal auf Platz 4, aber da werde ich nicht bleiben. Top 10 werden wahrscheinlich wieder alle einen Unique haben, also einen einzigartigen. Wenn man keinen einzigartigen hat, dann ist man hier nicht dabei. Und jetzt wird es natürlich wieder 10 Minuten dauern, bis der nächste Biss kommt. Ganz selten, dass zwei hintereinander beißen. Ups, das war ein bisschen zu weit. Und zu weit rechts. Das wird wohl wahrscheinlich auch wieder eins der Turniere werden, wo ich mir sorge, irgendwie nie wieder dieses Turnier. So, ich habe mir ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich es nie wieder spiele, weil ich hier nie Glück habe. Wie gesagt, es ist ein oder zweimal ein Unique gefangen hier im Turnier. Von 20 oder 30 Mal das Turnier spielen. Und dann immer nur ganz kleine Uniques, irgendwie, die mich dann nicht mal in die Top 10 gebracht haben. Kein Nachläufer, gut, reinziehen, weiter. Aber ich hoffe ja immer wieder irgendwie, dass ich doch noch mal Glück habe hier, wenigstens in die Top 10 zu kommen. Mit einem großen Unique so zwischen 27 und 36. Zwei haben schon 36 Kilo Unique gefangen. Weiß nicht, wie die das immer machen. Das sind auch meistens immer die gleichen Namen, die das haben, irgendwie. Ich schätze mal, hier in dem Spiel sind auch schon jede Menge, wieder ein Fehlbiss, jede Menge Cheater unterwegs hier. Sonst kann das nicht angehen. Dass die immer einen großen Unique fangen, irgendwie. Egal welches Turnier sie spielen und wie oft sie ein Turnier spielen. Immer die gleichen Namen vorne, irgendwie. Wenn das Glück gleichmäßig verteilt ist, irgendwie, dann würde das nicht so sein. Dann müssten die auch mal letzter sein oder mal in der Mitte, aber nicht immer vorne. Kann nicht angehen. Und das hat nur mit Glück zu tun hier, weil wissen, wie und wo man die Fische fängt, das weiß ja mittlerweile echt jeder. Das sind nur die Anfänger, die es noch nicht wissen. Ja. Nach so einem Fehlbiss kann man natürlich wieder warten, bis der nächste Biss kommt. Das kann dauern wieder. Kam sowieso ziemlich schnell der Fehlbiss nach dem letzten Biss. Hat ja nur ein paar Minuten gedauert. So was habe ich aber auch meistens nur im Turnier irgendwie. Ganz selten mal, wenn ich so ohne Turnier einfach hier frei Fisch irgendwie. Dann habe ich kaum Fehlbisse. Im Turnier hat man ja, häufig Fehlbisse. Entweder hier dicht am Strand, irgendwie, dass sie nicht richtig zubeißen, oder im Mittelwasser so tun, als würden sie anbeißen, und wenn du anschlägst, irgendwie ist er weg. Na gut, da haben wir nochmal einen, aber der ist noch kleiner als der vorher. Bis 16 Kilo, schätze ich mal. Also 17 höchstens.
Also so 14 bis 16, genau in der Mitte, 15 Kilo. Das ist so zum Kotzen hier. So ist das im Turnier. Man fängt nur so kleine Mistdinger, also ich meistens, nur so kleine Mistdinger irgendwie, die einen nicht nach vorne bringen. Wenn jetzt kein Turnier wäre und ich würde hier stehen, irgendwie, hätte ich schon längst über 30 Kilo Unit gefangen. Kann man ja sehen in meinen anderen Videos irgendwie. Gehe an See, stelle mich hin, erster Auswurf, gleich ein Unit über 30 Kilo. Und da mache ich nichts anderes als jetzt hier. Ja, schon nur noch Platz 9. Das dauert nicht mehr lange, dann bin ich raus aus der Top 10. Und nur noch 10 Minuten. Dann ist das Turnier durch. So eine halbe Stunde ist auch viel zu kurz für so ein Turnier. Deswegen spiele ich auch hauptsächlich nur die Turniere, die 45 Minuten statt nur 30 Minuten. Das ist wesentlich angenehmer, mehr Zeit zu haben, die Fische zu fangen, die man braucht. Es ist einfach viel zu kurz hier, viel zu eng gestrickt. Da der nächste Unik. Die fangen alle Uniks, nur ich immer nicht. Dabei mache ich nichts anders als die anderen. Und raus aus den Top 10. Schon nur noch Platz 11. Na, diesmal ist glaube ich wirklich das letzte Mal, dass ich dieses Turnier spiele. Hab hier einfach kein Glück. Kartenturnier habe ich auch kein Glück mehr, seitdem der letzte große Patch war, irgendwie wo sie alles geändert haben mit den Baitcoins und die ganzen alten Ranglistenplätze, alles wieder weggenommen, die ganzen Siege, die ich schon hatte und zweite Plätze und dritte Plätze, alles weggenommen. Seitdem habe ich irgendwie kein Glück mehr. In der ganzen Zeit war gerade einen ersten, einen zweiten und einen dritten Platz wieder erreicht, Emmy. So, der nächste Unik über 30 Kilo. Das ist eine Frechheit. Frechheit. Warum ich hier nichts fange und die anderen alles fangen. 8 Minuten nur noch und ich habe mal gerade 2 Fische gefangen hier. Schnalle ich nicht. Aber gut, 2 Fehlbisse noch. Also 4 Bisse gehabt. 2 Fehlbisse und 2, die wirklich richtig zugebissen haben irgendwie. Und das waren dann auch noch so kleine Viecher, mit denen man nichts wirklich anfangen kann, nämlich die einen nicht nach vorne bringen. Verhöhnung ist das, mehr ist das nicht. Eigentlich gehöre ich zu den Profis hier irgendwie. Mit Rang 40, Level 40, Rang 15.
und werde hier so verhornepiepelt, irgendwie, als wenn ich nichts könnte, irgendwie. Als wenn ich null Skills hätte. Und das ist blöde programmiert in meinen Augen, irgendwie. Völlig blöde programmiert. Sollte nach Können gehen mit dem Fangen und nicht nach Glückssache, irgendwie. Und das Glück kriegen wir immer nur die anderen zugeschustert, irgendwie. Zufallsgenerator-mäßig. Ja gut, und die Cheater, ne, die sich das Glück erschleichen. Mit Falschspielen. Aber auch kein Nachtläufer mehr, gar nichts mehr hier. Null Bewegung. 5 Minuten. Knapp 6 Minuten noch. Und hier beißt einfach nichts. Es beißt einfach nichts. Gar nichts. Noch nicht mal mehr ein Fehlbiss oder so. Gar nichts. Einfach tote Hose. Da müssen wir was ändern, irgendwie. Das ist doch scheiße programmiert. Nee, kein Nachläufer. So, 5 Minuten noch. Schon abgerutscht auf Platz 13. Wenn ich in 2 Ingame-Stunden wirklich nur 2 Fische fange, irgendwie, dann brauchst du wirklich das letzte, ja, noch ein Fehlbiss. Das ist so zum Kotzen hier. Dass sie immer so tun, als wenn sie anbeißen, und wenn man andere anreißt, irgendwie, dann ist er weg. Als wenn er gar nicht da war. Das habe ich auch bei dem Weltturnier beim letzten Mal, ein paar Mal gehabt, irgendwie. Scheinbarer Biss und dann doch kein Biss, irgendwie. Warum programmieren sie sowas da rein in das Spiel? Fische, die so tun, als wenn sie anbeißen. Und wenn man ihn anhauen will, dann ist er gar nicht da. Als wenn er nie was war. Wenn das ein richtiger Biss war, irgendwie, dann geht die Geschwindigkeit automatisch hoch auf 4 und bleibt nicht auf 2. Was waren denn erst die richtigen Fehlbisse, bin ich der Meinung. Wenn die Geschwindigkeit hochgeht auf 4 und dann der Fisch wieder abspringt, der Haken nicht richtig gehakt hat, irgendwie, dann war es ein echter Fehlbiss. Was das hier ist, ist kein, weder ein richtiger Fehlbiss noch irgendwas, irgendwie. Es ist Blödsinn, was sie da programmiert haben. Absoluter Schwachsinn. So. Die letzten 3 Minuten sind angebrochen. Ich glaube nicht, dass ich hier noch einen Biss kriege. Platz 15 nur noch. Und da kommen auch noch jede Menge rein ins Spiel. Irgendwie. Die meisten fangen ja erst die letzte halbe Stunde an zu spielen. Irgendwie.
damit sie sehen können, wie viel sie brauchen, wie viel sie schummeln müssen, um ganz nach vorne zu kommen. Da hat sogar einer einen 37 Kilo. Einzigartigen, habe ich noch nie gehabt, noch nicht mal außerhalb vom Turnier. Der größte, was ich hatte, war ein 35. Ich weiß nicht, wie die das machen, irgendwie, ohne Schummeln. Andere sind froh, wenn sie überhaupt einen Unique fangen. Und die fangen da die 36er und 37er regelmäßig. Das sind immer dieselben Namen. Dass die Spielebetreiber das nicht schnallen, dass da irgendwas nicht angehen kann irgendwie und das mal verhindern, den Leuten die Punkte wieder aberkennen und die Plätze. Nee, dann machen sie einen großen Schnitt irgendwie, nehmen allen, auch die, die korrekt gespielt haben, alles weg. Was sowas soll irgendwie, komme ich nie dahinter. Faulheit der Programmierer, würde ich sagen. So, die letzte Minute hat angefangen. Der letzte Auswurf hier. Wenn jetzt nichts beißt, dann war es das. Dann habe ich zwei Fische gefangen. Mit dem kleinen drei Fische. Lächerlich. Absolut lächerlich. Kein Nachläufer, gut. 22 Sekunden nur noch. Na komm, wieder nimmt er das nicht an. Weil es die letzten Sekunden sind, ich könnte ja noch einen fangen, irgendwie. Oh nee, ist zu spät. Selbst wenn jetzt noch einer beißt, irgendwie. Der zählt nicht mehr. Das haben sie auch blöde gemacht. Der letzte Fisch, den man noch hakt, bevor die Uhr auf Null ist, der sollte dann noch zählen. Na gut, holen wir rein, bringt da sowieso nichts mehr. Ja Leute, so läuft das hier. Beschiss von hinten bis vorn. Ich habe auch keine Lust mehr, hier, weg hier. Gucken, was ich insgesamt, ich bin ja ein paar Tage jetzt hier gewesen. Gucken, was ich da insgesamt an Kohle gemacht habe. Ob mich das wenigstens noch ein bisschen gnädig stimmt. Nur 91.000. Das ist okay. Und fast Rang 16 erreicht. Okay. Jo, das war's dann, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Aber nicht mehr bei diesem Turnier. Das verspreche ich euch. In Zukunft nur noch andere Turniere. Tschüss.